Einen wunderschönen guten Tag, Muffin TV live hier in Dortmund. Ihr seht mal wieder, der Muffin ist total unterwegs für euch und weltgrößte Ausstellung hier, die Tabakmesse, wie gesagt, in Dortmund. Jetzt bin ich schon eigentlich fast am Ende vom Tag, ich bin jetzt durchgelaufen, ich gucke mir jetzt erstmal das Ganze an. Mir hat es total überwältigt, die Angebote, es wird immer mehr Leute und Aussteller von auf der ganzen Welt und so. Und ja, die Eindrücke sind so stark, ich weiß gar nicht, wie viele Worte ich geben soll. Ihr wisst ja, wenn ihr alles erfahren möchtet, im Laden hat er Martin demnächst wieder so viel Neuware. Ob es nur neu passt, das ist sowieso wieder fraglich, das sehen wir bald. Ich bin jetzt hier bei meinem Hauptlieferanten gelandet, weil, guck mal eigentlich mal so genau, dass man den Stand so sieht, kann man ein bisschen weiter weg. Der Aladdin. Den Mann, den kennt der Martin schon ewig lange, der hat halt immer, der ist sehr innovativ, hat sehr viele Produkte. Ich stelle es euch jetzt ein bisschen vor, wie das Ganze da so aussieht. Der hat die einzelnen Wasserpfeifer in den tollsten, glänzenden Farben, beste Qualität, weil der Aladdin, er sagt uns nämlich immer, er ist nicht nur Händler, er ist auch Produzent. Das bedeutet, der Mann weiß genau, was er macht. Das heißt wirklich, diese Qualität, das Sie ja gewohnt sind von Martin, wenn er sagt, das Ding ist bombig, dann ist es auch so, nicht mehr so halb so, sondern das Ding, das lebt ewig. Und jetzt gucken wir mal, ich habe nämlich da den Herrn Jasko von Brentano hier am Start und er erzählt uns jetzt die Neuerungen, was der Aladdin hier auf der Messe präsentiert, weil für uns ist es absolut wichtig, es gibt neue Steine und Zeug und jetzt lassen wir uns einfach das mal ein bisschen von unserem Herrn Brentano, vom Jasko erzählen, was Sache ist. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, dass wir jetzt kurz ein kurzes Film machen können und lassen wir den einfach mal zeigen. Jasko, wie sieht es eigentlich aus? Was für neue Produkte haben wir eigentlich vom Aladdin dieses Jahr zu erwarten, dass was demnächst bei Martin im Laden gibt? Zeig mir mal was. Das allererste und beste, wo wir uns selbst am meisten erhoffen, wird Kahoo sein. Das neue Produkt sozusagen. Es ist, wie ihr seht, auch mit Warnhinweis und so. Da wird auch noch eine Steuerbanderole drauf kommen. Ist im Moment. Warnhinweis? Jetzt gucken wir mal, was steht da drauf? Aha, Kahoo heißt Zucker, Produkt only, Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs. Das sagen sie, das ist wahrscheinlich echt so, okay? Entschuldigung, die Unterbrechung, das heißt? Das ist schon okay, aber es ist bei allen Rauchwaren wahrscheinlich so. Das okay, ist irgendwo, ja. Auf jeden Fall, das neueste Zeug sieht super geil aus, weil so wird das Ganze dann zum Schluss aussehen, zumindest, oder? Aha, ui, grün. Auch in orange. Aha, orange. Oder rot gibt's auch. Okay, das sind die neue Müsli-Schale, alles klar. Den aus der Müsli-Schale aber nicht trauen, das wissen wir schon. Aber er hat gerade eben Zeug. Jetzt sehen wir es mal von oben und da haben wir mal Darsteller. Es ist jetzt halt in der Schale dargestellt, weil das ist sehr feucht. Machen wir Riecherle. Aha. Ui, das riecht super gut. Ich habe vorher die Verpackung auch schon angeguckt. Das ist ein total. So, lass mich nochmal nachlesen. Es ist ein total organisches Produkt. Gucken wir mal nach. Okay, man kann es gar nicht lesen. Ich lese es euch vor. Inhalt 100% pflanzliche Basis, null Tabak, Glycerin ist drin natürlich und Molasse und Aromastoffe. Und ich habe es vorher schon probiert und es schmeckt absolut glänzend. Also Jasko, erzähl mir noch was. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein neues Produkt oder so. Viele Leute kennen das. Auf dem deutschen Tabakmarkt gibt es dieses Gesetz bei Shisha-Tabak, dass es nur 5% Feuchtigkeit gibt. Dementsprechend hier, ganz legal, haben wir halt jetzt einen Weg gefunden, dadurch, dass es in Deutschland produziert wird, bei uns in Wiesbaden, wir uns mit dem Zoll so einig sind, beziehungsweise der Lebensmittelbehörde, dass es dann auch als feucht verkauft werden kann. Das heißt, nicht der ganz normale Tabak, wie ihr ihn sonst kennt, mit der Molasse hinterher draufkippen oder so, das wird hier nicht der Fall sein, einfach nur, weil es von Anfang halt schon super schön feucht sein wird. Dazu kein Nikotin, weil es halt kein Tabak ist. Dennoch muss eine Steuerbanderole drauf, weil es eben ein organischer Stoff ist oder sowas, der verbrennt. Und das ist laut dem Gesetz, wenn ein organischer Stoff verbrennt, ist es halt ein tabaksteuerpflichtig oder sowas. Das wäre nicht so, zum Beispiel hier bei den Ice Rocks oder sowas. Das ist eine Art. Ja, Ice Rocks, lass mal Verpackung, wie sieht es hier aus? Okay, Ice Rocks gibt es jetzt seit? In 2 Wochen sollen sie rauskommen. In 2 Wochen und das andere Produkt? Das andere Produkt, das soll auch in 2 bis 3 Wochen rauskommen. Wann kriegst du Martin? Kriegst du das gleich? Als allererstes. Natürlich immer als allererstes. Der beste Kunde. Der Martin hat einen guten Stellenwert bei der Firma Aladdin. Das freut mich natürlich. Das ist klar. Genau. Okay. Sonst habe ich sonst noch irgendwas Neues? Habe ich was verpasst? Gibt es was Neues sonst noch? Ja, ich weiß, das Allerneueste oder sowas, was bei uns am besten läuft, ist halt das Shashi-Zeugs. Okay. Kennt ihr, oder? Das Aromapulver. Das
Aha, das schmeckt natürlich klasse. Ich hab's jetzt schon gekriegt als Muster. Ich hab's jetzt leider noch nicht ganz probiert. Das gibt's schon eine Weile auf dem Markt. Das ganze Zeug, Leute, das sieht so aus. In der Wasserflasche wird es 1 bis 2 Teelöffel eingefüllt. Hat wunderschöne Farben. Nicht nur Farben, sondern auch einen super Duft und Geschmack. Und da dampft's ja ziemlich super. Jetzt gucken wir mal. Ja, so können wir da eine Runde mal draus ziehen. Ja, das ist jetzt das Kahu, das neue ohne Tabak. Okay. Probier's doch einfach mal. Alles Sag klar. Mir direkt, was du willst. Leute, jetzt gucke doch mal her. Pass mal auf. Nikotinfrei, wunderbar, man spürt sich nicht so hart auf der Lunge. Blubbert hat es schön. Wir haben auch den neuen Kamin hier, wie man sieht. Ihr seht ja, da ist die Ringkohle drin. Die hat der Martin ja schon seit einer Weile. Die wird auch in Deutschland, soweit ich weiß, produziert. Ich finde sie auch sehr gut, vor allem durch das neue Köpfchen hier, was wir da haben. Made in, Jasko, wo kommt es her? Ägypten. Made in Egypt quasi. Die Ägypter, okay. Wem ist es eingefallen? Die Schweizer. Die Schweizer, ihr wisst ja, Die Schweizer. Die Schweizer hat es gewusst, wie es ist. Ja, super dargestellt, super. Also ich ziehe nochmal dran, Achtung. Schmeckt absolut klasse. Ich sag's nicht bloß, dass es gesagt ist, sondern das ist wirklich meine absolute Überzeugung. Das Ding schmeckt klasse. Und es ist schon eine halbe Stunde an. Brennt schon eine halbe Stunde. Also. Seit einer halben Stunde ist es am Brenner. Ich finde, also, es ist eine lange Brenndauer. Wer auch mehr Zeit hat, das ganze Ding. Wie lange brennt das jetzt, die Shisha? Wie lange kann man rauchen mit so einer Kohle? Es kommt noch an. Also diese Ringkohle normalerweise so 45 Minuten oder so, das klappt auf jeden Fall. Okay. Ja, vielleicht muss man dann mal schon langsam das zweite Ding anlegen, bis es komplett durchgeglüht ist oder so. Tabak hält auf jeden Fall so lange und schmeckt dann auch noch bis zum Schluss. Okay, das freut uns, alles klar. Also wer mindestens eine halbe Stunde Zeit hat, sollte sich mal das neue Produkt reinziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich beim Jasko. Super Sache, Leute. Schöne Grüße an Muffin und alle da. Okay, an alle, also euch da draußen und so. Schön, dass ihr es das noch geglaubt habt, dass wir gleich das Film gemacht haben. Ich hoffe, es war sehr informativ für euch. Und unterhaltsam. Und unterhaltsam sowieso. Alles klar, jetzt gucken wir noch, was auf der Messe sonst schon dargestellt wird. Ich bringe auf jeden Fall viele Prospekte, Probe vorbei. Wer, wie gesagt, als Erster kommt, kriegt die neueste Information und vielleicht auch Probe dazu. Ich habe ein bisschen was abgestaubt. Ich freue mich absolut recht herzlich, dass das jetzt geklappt hat. Und bis bald im Laden. Vielen Dank. Muffin. Tada. Muffin TV live. Bye.